Ich bin Kriegskind noch und habe den Krieg noch erlebt und da gab es keine Impfung. Ja? Und dann, da gab es noch Pocken, da gab es noch Polio. Ich kann mich entsinnen, wie Mitschüler von mir in der eisernen Lunge gelegen haben. Das ist alles durch Impfungen quasi ausgerottet. Das gibt es nicht mehr. Und die heutige Bevölkerung, die heutigen Kinder wachsen auf und die Eltern wachsen auf mit dem Gefühl, dass was wir als früher noch tödliche Diphtherie, tödliche Kinderkrankheiten erlebt haben, das ist irgendwie weit weg. Das wissen die gar nicht mehr. Und sagen, was sollen wir impfen? Das könnte ja Nebenwirkungen haben. Aber wenn wir nicht durchimpfen, dann kommen diese Krankheiten wieder. Und das ist jetzt das Beispiel Masern. Ja, wenn 20% der Bevölkerung nicht mehr geimpft sind, dann können sich Masernviren wieder ausbreiten. Dann gibt es wieder eine Epidemie und die Kinder sterben. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, wissenschaftlichen Fortschritt nicht nur für uns selber in Anspruch zu nehmen, sondern gleichzeitig auch an die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen dessen denken, wenn wir bestimmte Dinge machen oder nicht machen. Und insofern ist Impfung natürlich unglaublich wichtig, um diese Krankheiten einzukämpfen. Früher sind ganze Landstriche gestorben an Cholera, an Typhus und Diphtherie. Ja? Und das können wir verhindern. Das können wir aber nur verhindern, wenn diese Gesamtverantwortung auch von allen mit übernommen wird.